E-Bike definitiv mehr Bock als ein Bio-Bike. Jesus Maria! So, los geht's auf der Q1 und startet hier am Rathaus. Kann hier sein Auto parken. Sollte auch kostenlos sein. Ich habe jedenfalls nichts gesehen, dass irgendwie irgendwas ausgeschildert ist, das kostentechnisch ist. Hat auch niemand irgendwie was drin liegen. Jetzt geht's erstmal wahrscheinlich durch diese alte, echt alte Altstadt durch. Alles ausgeschildert, versteht sich. Ja, jetzt geht's langsam in den Wald, indem ich ein bisschen durch die Stadt gecruised bin. Aber das waren nur 5 Minuten. Die Tour hat 30 Kilometer und 600 Höhenmeter laut Website. Einen relativ hohen Trailanteil, so wie ich das jetzt gesehen habe. Oder hat schon einige 5 oder 6 Strecken, glaube ich. Ist sehr einsteigerfreundlich. Ist heute ganz gut. Ich bin nämlich sehr müde. Keine Ahnung, ob ich da bin, so auf dem Kopf. Ich wollte es aber mal abchecken, zeigen. Vielleicht ist es ja ganz cool. Vielleicht ist für den einen oder anderen was dabei. Ich denke mal, es wird eine ganz coole Runde sein, wenn man so mit MTB-Neulingen, Family, whatever unterwegs ist. Ich habe davon heute Morgen an der Arbeit gehört. Ich wollte eigentlich woanders fahren, aber die Trails, die ich eigentlich fahren wollte, sind noch zu bis zum 1. April. Das Jahr hat das ganze Jahr offen. Jedenfalls stand nichts auf der Website und auch nichts auf der Infotafel. Trail, ich kann nicht aussprechen, der scheint noch ein bisschen freier zu sein. Suchen natürlich gleich auf Sicht schnell zu fahren. Und hier liegt der erste Baum drin. Super. Also doch nicht auf Sicht schnell fahren. Trailnamen blende ich euch selbstverständlich ein. Also der hier startet schon mal sehr flach. Sehr viel treten. Oh, nächster Baum. Baumkram. Oha. Ich glaube. Oh Mann, das hätten sie auch mal irgendwie vielleicht online schreiben können. Also wie mir scheint, ist das tatsächlich noch Teil von dem Trail eben. Hier ist ein Schießplatz. Das klingt alles so vertrauenserweckend. Bitte nicht auf mich schießen. Ich bin kein Wild. Es ist sehr gut einsehbar und blind fahrbar, aber es ist sehr eng und sehr flach. Das ist wieder so was Typisches. Das macht mit dem E-Bike definitiv mehr Bock als mit dem Bio-Bike. Jesus Maria! Leute! Also ich weiß jetzt schon, wie das Video heißt. Waldbeschosshorn. Alter, krass. Krass, krass, krass. Ist echt ein ganz mulmiges Gefühl. Ich hoffe, ich komme nie in die Situation, dass einer von uns, ich oder irgendjemand, der das Video guckt, so Gewehr halten muss und auf irgendjemanden schießen muss. Sag ich euch, wie es ist. Da sind überall so kleine Sprüngchen drin. Oh, aber alles in allem sehr flacher Trail. Oh, es könnte sein, dass wir mal ein bisschen Gefälle kriegen. Ist aber sehr slippery.
ganz gutes Training für lange Stages. Ja, dann geht's. Highline heißt dieser Trail. Also es geht hier echt scheinbar fast nahtlos über von Trail zu Trail. Finde ich ganz cool. Hoffentlich geht er jetzt komplett fit. Oh. Hat ein paar tighte Turns drin. Also E-Bike, Cross-Country-Rad ist hier echt ganz geil, glaube ich. Komplettes Enduro ist Quatsch. Trailbike würde auch noch gehen. Also es ist jetzt auch gerade vollkommen bergauf, ne? Hier machst du Höhenmeter statt Tiefenmeter. Und die Pfeile zeigen aber in die richtige Richtung. Aber sehr schön hier vom Wald. Hohe Fälle. Hey, ohne Witz. Der Trail wäre in die andere Richtung sehr geil. Glaube ich. Ah, okay, da unten wäre es auch lang gegangen. Natürlich jetzt nicht gesehen. Darkline. Heute geht es echt Trail in Trail über. Sieht mir ein bisschen aus. Es würde mal hier ein bisschen Action kommen. Jetzt gedacht, es ist nass heute. Hätte ja keiner ahnen können. Ja, hier ist es war richtig schlammig. Ist immer noch. Aber ich weiß nicht, ich habe es ja eingeblendet. Darkline, glaube ich. Ja, diese kleinen Sprüngchen machen dann schon Bock. Hier und da. Aber es ist alles in allem sehr flach. Das ist alles, in allem fühlt sich das an wie eine sehr lange Stage gerade. Oh, hier ist in der Mischwald. Mischwald ist immer sehr glatt. Also, es war eine sehr lange Abfahrt oder eine sehr lange Flachfahrt. Hat aber Spaß gemacht. Wer gern tritt, ich trete gern, dem macht auch Spaß, denke ich. Auch hier ist es aktuell wie überall. Das Rad wird meistens auf den Transferstücken dreckig und nicht mal auf den Trails. Ist halt einfach aktuell so. Ich glaube, jetzt kommt auch erstmal ein langer Transfer bis zum nächsten Trail. Aber schauen wir mal, wann der nächste Trail kommt. Ihr kriegt es auf jeden Fall mit. Förster Pferdchen, Pferdle.
In Bayern heißt immer jeder Trail Tätle. Das finde ich lustig. Oder Baden-Württemberg oder wo ich jetzt hier gerade bin. Oha, das sieht tatsächlich mal nach Gefälle aus. I like. Oh, das macht sogar Spaß. Aber ist, glaube ich, sogar schon wieder vorbei. Oh Mann. Ja, das war nur ein kleiner Trail. Oder der geht da vorne noch weiter. Aber der war cool. Madebunker, keine Ahnung. Ich blende es ein. Ich sehe es ja auf der Kamera, wie sie heißen. Bin mal gespannt. Sieht aber auch ziemlich geil aus hier vom Wald. Trailführung ist definitiv cooler. Und bergab. Also hier kann man fliegen lassen und Spaß haben. Ja. Auf jeden Fall cool. Oh, ab jetzt sehe ich nichts mehr. Perfekt. Da mal drüber. Also muss auch viel treten hier, um Geschwindigkeit beizubehalten. Also wer trainieren will, gute Trades. Dafür eignen sie sich echt top. Auch schon wieder rum und es geht übers Feld. Dann sehen wir uns beim nächsten Trail. Jetzt wird bestimmt lang nichts kommen. Ich teste so Sachen immer gerne. Also ich habe die GPX-Datei. Theoretisch könnte ich sie direkt auf meine Uhr machen. Aber bei so offiziellen Sachen probiere ich es ehrlich gesagt gerne mit Beschilderung. Weil das muss ja funktionieren. Jetzt gerade bin ich mir fast sicher, ich hätte darüber gemusst. Also rechts von mir. Da ist ein bisschen Weinberge, da ist so ein Aussichtsturm. Und den habe ich eigentlich als Sehenswürdigkeit auf der Karte gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Aber jetzt gedacht, das war falsch, da fehlt ein Schild. Beziehungsweise wir fahren da jetzt mal zurück und dann schaue ich mal, ob ich das Schild vielleicht auch einfach übersehen habe. Und ich habe es echt übersehen. Es hängt da, da ganz verloren am Zaun. Das habe ich nicht gesehen, keine Chance. Aber ich habe mir schon gedacht, dass ich Richtung diesen Berg muss. Alles andere hätte keinen Sinn gemacht. Hier geht es durch so Weinreben hoch, oben so Kapelle. Ja, auf jeden Fall sehr hübsch hier. Sieht sehr schön aus. Da geht ein Trail rein. Hier geht Schild nach hier, ich verstehe es jetzt nicht. Wahrscheinlich, weil man den Turm sehen soll, keine Ahnung. Ja, jetzt geht der Pfeil hier rein. Ja, hier ist Turm, hier ist Aussicht. Kann ich mal angucken, wenn ihr es seht. Ja, ist ganz hübsch. Ein schöner Wald hier. Ein Hütchen. So, man die kann. Ja. Ich würde sagen, wir fahren jetzt auf den Trail. Shorty. Also ist wahrscheinlich Short. Gucken wir mal. Boah. Also erste Linkskurve ist ziemlich hart. Harte Kurven. Für komplett flach und ja, das ist extrem glitschig. Da ist das Schild halb ab. Da müsst ihr aufpassen. Also ihr müsst hier rechts nach dem Shorty und dann hier lang. Trail. Bin ich nicht sicher, wie der Name gemeint ist. Aber er heißt Amos Schlange. Ich hätte einen umgenannten Amos Schlong. Wäre lustiger. Aber der ist wohl ein bisschen mehr gebaut. Ich sehe schon den ersten Anlieger. Ist ein bisschen Grappelkram. Oh, habe ich nicht hingeguckt, wo ich hin wollte. Boah, glitschige Kurven. Sehr glitschige Kurven. Der geht auf jeden Fall auch ein bisschen bergab. Der hat sogar einen Ticken Anspruch drin, also oben das Steingedöns. War ganz cool. Aber kann auch jeder fahren, also ist jetzt nichts, wovor man Angst haben müsste. Gehen wir hier oben lang. Oh, das hat man sogar ein bisschen gescheppert. Ganz cool. Der ist cool. Der macht Spaß. Ich glaube, ich habe schon meinen Favorit.
Ist aber auch alles sehr gut blind fahrbar. Also auf Sicht. Blind natürlich nicht. Ich hoffe, der geht jetzt noch weiter. Ja. Oh, sieht sogar ziemlich cool aus. Bisschen Rollercoaster-mäßig. Das ist schon schön mit dem ganzen grünen Boden hier überall. Da geht noch weiter. Bin jetzt ein bisschen sehr spitz rein. Ja. Ah, verdammt, das Feature habe ich jetzt zu spät gesehen. Da war die Linie drumherum schon eingeleitet. Aber konnte man einfach drüber rollen und abdroppen. Ist jetzt nicht die Welt. Aber hier hat man auf jeden Fall mehr Downhill-Spaß. Ganz cool mit den Anliegern. Aber es ist sehr glitschig gerade, wie ihr hört und seht. Und der Boden ist so sehr hardpack. Nee, das mache ich jetzt nicht. Das sah mir zu nass aus und glitschig, der Stein. Aber es gibt hier auf jeden Fall auch so ein paar Feature, die man dann mitnehmen kann. Aber der sah definitiv gerade, der sah aus wie Seife. Und der war leicht abschüssig. Das ist mir nichts bei dem Wetter. Nach einer gefühlten Ewigkeit dürfte es jetzt, so wie es aussieht, wieder auf den Trail gehen. Ich bin mir gar nicht so 100% sicher. Ich glaube fast, das ist der letzte. Hoher Herrgott! Das muss man so aussprechen. Hoher Herrgott! Der sieht aber aus, als hätte er Gefälle. Ich bin gespannt. Oh, da kann man drüber. Wow, kickt ein bisschen. Oha. Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr slippery hier. Geht hier links und ich habe jetzt spontan Entscheidung getroffen, rechts zu fahren. Ich weiß jetzt nicht, was da links gekommen wäre. Boah, der ist... Alter. Nutzt die Seitenstolle hier. Auf jeden Fall. Da kam der Baum relativ nah. Oh, Bremse auf. Sonst rutscht es ins Seit. Alter. Alter. Boah. Ja, moin, ey. Alter. Muss das sein? Junge. Boah. Der ist gerade. Also der ist nicht unfahrbar, aber irgendwie schon unfahrbar. Boah, Herrgott, trifft's eigentlich gut. Ich hab nicht mal beim Antritt Grip. So viel Schlamm hat der. Also, der Trail besteht aus Schlons. Und ist auch wieder bergauf. Also eben war gut bergab, aber jetzt wieder gut bergauf. Merkst du halt, sobald auch nur ein bisschen Nadelwald kommt, ist der Spuk wieder vorbei. Schöner Trail, angeblich. Ich sehe Uphill, flach, Uphill, Training. Sieht schön aus, das stimmt. Also, ich glaube, also hier ist auch irgendwie ein 24-Stunden-Rennen.
gewesen oder ist das immer? Keine Ahnung, wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Für Cross Country. Und da sehe ich das hier auch. Cross Country. Aber Enduro oder so, auf keinen Fall. Das ist für mich jetzt ein ganz gutes Training, aber bergab dürfte ihr nicht viel erwarten, bis auf den einen Trail. Auch wieder übel schmierig. Boah, wie Seife. Ah, geht weiter. Weiter im Text. Das sieht sogar ganz cool aus hier. Boah. Hui. Alter! Hört man nicht auf der Nase lach, ist ein Wunder. Boah. Ich verstehe die Idee hinter den Trails. Weiter. Und es wird schlonzig. Ja. Boah. Ich glaube, das war's mit dem Trail. Puh. Ah, nee. Okay. Baumstumpf kam unerwartet, musste hier in der Luft lenken. Also im Trockenen ist er bestimmt sogar relativ schnell. Ist ja nett mit den Wellen, hat man wenigstens ein bisschen was drin. Oh. Bei dem am besten nicht den Baumstumpf berühren bei Nässe. Das sah aus wie ein Spiegel. Alter. Okay, hier ist Sumpf. Alter. Puh. Ich sag euch, das ist anstrengender, als ihr denkt. Gerade. Ja, ich muss den Kram durchfahren. Ah. Ich glaube, es ist vorbei. Alter, was ein Schlons. Ich glaube, hier kommt ein Trail und ich glaube, der ist bergab. Das wäre mal eine gefunden. Oh, das ist der rote. Und da liegt, ich glaub's nicht, da liegen Bäume drin. Ich glaub's nicht. Nee, doch nicht, alles gut. Der soll, also der sah ganz cool aus. Oh, der ist aber auch sehr nass. Ja, das lasse ich jetzt mal aus. Der ist cool, glaube ich. Okay, so lange. Also den muss ich auf jeden Fall im Sommer nochmal fahren. Den habe ich gesehen. Der sagt, oh, yo, moin, ey. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video gesehen hat, aber ich bin den Drop eigentlich quer gefahren. Also die Steine sind hier doch sehr rutschig, wenn es nass ist. Deswegen auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Okay. Ja.
Auf jeden Fall aufpassen bei den Steinen. Die sind super glatt. Super glatt. Ja, der ist cool. Auch blöd, dass der jetzt so voller Laub ist. Ich sehe manchmal die Linie nicht so richtig. Also der ist nicht mehr für blutige Anfänger, aber den kann auch jeder fahren. Also wir müssen ja nicht schnell fahren. Ich fahre hier jetzt auch nicht schnell. Ich weiß ja nicht, was hier kommt. Also man kann anscheinend ja auch über den Stein, aber ja, Mist. Das ist jetzt richtig Mist. Schon mehr durch, weil durch die Harvester-Spuren gehen Reifenspuren. Ja, ist jetzt nicht ganz so geil, ne? Ah ja, mach ich. Alter, mach ich, fahr da hoch. Ey, Digga. Also, ich weiß nicht, den hätte ich einfach abgesperrt. Auf dem Weg zurück zum Auto. Ihr habt ja die Trails gesehen. Also es ist sehr uphill-lastig, sehr flach. Ich empfehle auf jeden Fall im trockenen Jahr zu fahren. Also wenn es bestimmt 2 Wochen vorher nicht mehr geregnet hat, weil das hat wenig Spaß gemacht. Zumindest die letzten Trails. Das war so schlammig. Das war nix. Und es war auch fast nicht mehr fahrbar. Also dieser eine Steintrail, diese Steine, das ist halt nicht so ein... Ich weiß nicht, ob es Sandstein ist, aber ich glaube nicht, weil Sandstein wird nicht so rutschig. Das ist halt wirklich so ein Fels, der ja so glatt. Also da ist auch leicht Moos drauf, wenn der nass ist. Das ist absolut die Hölle. Das ist nicht mehr fahrbar, auch nicht mehr safe. Und da bin ich auch noch einfach runtergestuhlt. Und ja, Cross-Country. Also viel Uphill. Viel Uphill-Kram. Kann man machen, wenn man es unbedingt mal gefahren sein will. Ja. Ob man jetzt deswegen hierher fahren muss, also mit so einem Rad, mit einem E-Bike wird es noch gehen, aber mit einem Biorad und Enduro auf gar keinen Fall. Ich würde sogar sagen, mit einem Trailbike, nee. Wenn ihr wohnst, ist das geil zu haben, auf jeden Fall. Ist auch nicht schlecht gebaut, also das will ich auf gar keinen Fall sagen, aber ja, es ist, macht mit einem Rad mit viel Federweg schon wenig Sinn. Ja, aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns, hoffe ich, beim nächsten Mal wieder. Gucken, was wir da fahren. Und dann wünsche ich euch was. Gell? Bis dann. Ciao, ciao.